Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Noch bin ich solo hier. Schauen wir mal, ob nicht noch jemand dazu kommt. A.D. Rattray 2023 Individual Cask Release für Deutschland oder in Deutschland. Blind Tasting hier. Also, wir haben ein paar Leute, die hier schon dabei sind. Der Captain freut sich. Bin gespannt. Hatte, glaube ich, noch nichts von AD Rattray. Das ändern wir. Barry sagt: Guten Abend, Whisky Nerds. Bereitschaft, Dienst vorbei, kann losgehen. AD Rattray, eine Top, unabhängige Abfüller im Vertrieb von Corey und Didi. Jawohl, der von Albe Import. Da habe ich die Flaschen auch her. Wir haben Egon jetzt hier. Ich hatte vom AD Rattray schon ein paar Abfüllungen probiert, weil die seinerzeit recht günstig waren. Leider waren es alles Enttäuschungen. Ich kann das widersprechen mit meiner Erfahrung, aber also hatte ein Knock Do. Also war nicht so toll. Ja, gut. So, Dal Ewan, 9 Jahre. Okay, Sherry Butt. Er hat sogar geschrieben hier. AD Rattray hatte zwischendurch eine Fassflaute, schreibt Barry. Aber ich denke, da bin ich nicht so sicher. Die kommen jetzt wieder gut zurück. Das schauen wir. Wer hier reinschauen möchte, wer mit Kamera dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen, denn dabei zu sein. Also, Link ist sogar in den Chat nochmal reingekommen. Mario sagt: Grüße aus Nordhessen. Von Rattray hatte ich noch nichts. Bin heute Abend auch nur stiller Zuschauer. Okay. Axel ist dabei. Ich glaube, du hast ein Set auch gekriegt. Moinsen und hallo aus dem verregneten und stürmischen Westfalen. Ich habe gerade meinen Balkon frei gemacht vom Wasser. Stand schon so tief. Blätter hat den Abfluss gesperrt. Aber gut. Er hofft, sein Feuerwehrmelder bleibt heute stumm. Hoffe ich für dich auch. Bei Barry, mein erster AD Rattray hatte er schon 2008 gekauft. Die hatten damals sehr, sehr gute Fässer. Heiko B. hier, mal sehen, ob mein Geruchs- und Geschmacksnerven wieder funktionieren. Ich hoffe. Also, moin, sagt Edward. Hoffentlich leckere Tropfen im Glas, ebenfalls stille Beobachter. Jan, servus, freue ich mich auf das Tasting. Blind ist immer interessant. Stefan, guten Abend, hab kein Set. Schaue euch trotzdem ein bisschen zu. Und New Spirit Whiskey, Gude zusammen. Und der Thomas, hallo, guten Abend. Was haben wir im Glas? Irgendwo hier. So sehen die Typs aus, denn da bei AD Rattray ist ein Ben Nevis, 10 Jahre alt. Das wurde jetzt hier gereift in einem Bourbon Hogshead für 7 Jahre. Und dann ein Cask Isle Sherry Edition Barrique für weitere 3 Jahre. Das sollte man rausschmecken können. Ein Sherry Eile Barrique. So, dann haben wir von Glencairn, matured in ein Bourbon Hogshead für 9 Jahre und dann in ein First Fill Muscatel Barrique für weitere 15 Monate. Auch interessant. Wir haben noch 5 Whiskys dieses Mal, das ist so, wie es ist. Von Ardmore muss man sofort rausschmecken können und der einzige richtige rauchige Whisky hier. Wir haben ein Bourbon Hogshead, 7 Jahre, und wir haben ein aus Libanon Rotwein Barrique für weitere 2 Jahre. Auch eine interessante Sache. Wir haben hier ein Tomor, darauf freue ich mich sehr. Wir haben Aged for more than 12 years in Oak. Wurde gereift für mehr als 12 Jahre in Eiche. Alles, was wir hier haben, ist Fassstärke übrigens. Der Tomor ist 62,1%. Unsere Glencairn ist 60,1%. Der Ben Nevis ist 58,2%. Der Ardmore. Der Ardmore ist hier 58,2 und der letzte, der ist ein bisschen unikat, fand ich, war hier ist ein Dufftown, 13 Jahre alt, auch die ganze Zeit in Eiche. Hier steht Cask Strength 50,0. Also perfekt 50,0 in Fassstärke. Ah, da
Das ist immer wieder die Frage dann da. Wir werden jetzt hier vom A bis E denn dort riechen. Ihr könnt gerne auch im Chat da schreiben, was er riecht. Wir werden das dann die Reihenfolge ändern. Vielleicht, vielleicht nicht, und dann verkosten. Und dann werden wir am Ende denn dort abstimmen, das dann offenbaren, was es ist, ein bisschen diskutieren. Barry sagt jetzt hier, den Tomor habe ich schon blind gekauft, aber noch nicht verkostet. Ah, bin sehr gespannt auf den. Und einfach mal, um das zu verdeutlichen, wir haben so viel noch in der Flasche drin. So, keine Ahnung, gut 20 CL. Oh, guck mal, ein bisschen Barrel Charles da tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Da ist ein kleiner Partikelchen da zu sehen. Ja, also von daher, entweder Anbruchflaschen gibt es da nachher, auch morgen da bei mir zu erwerben oder auch dann da noch Sample-Sets, wer will. So, ich wollte unbedingt vor Weihnachten, denn vor Weihnachten, vor Neujahr das hier machen. Und ja, sehen wir einfach mal, wie das denn hier ist. So, wir werden mit dem ersten anfangen. Wenn niemand reinkommt, kann ich meine Kopfhörer wegmachen. Das ist für mich ein kleines bisschen angenehmer, die Dinge nicht im Kopf zu haben, im Ohr. Wir werden mit A anfangen und ich lade euch dazu ein, hier tatsächlich mit mir zu riechen. Ein paar Leute haben schon ein paar Bilder rübergeschickt, wie es bei denen zu Hause aussieht. Die werden wir auch gleich jetzt hier anschauen. Erik, ich sehe dich. Barry, ich sehe dich. Also, so, von daher alles gut. Oh, der riecht wirklich nett. Sehr, 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 sehr schön. Ah, habe ich hier. Ah, riecht gut, aber da ist irgendetwas, was mich an etwas anders erinnert. Ist das eine fruchtige Note? Ich sage diese andere Note noch nicht. Ich lasse euch mal was da schreiben. So. Wer wäre Jason, wenn er nicht ein kleines bisschen hier auch über das Buch rausholen würde und dann auch ein kleines bisschen jetzt hier über Eddie Rattray hier gleich rede? Die unabhängigen Abfüller waren auch hier drin. Die wollte ich nochmal hier rausholen. Denn da gibt es ein bisschen Informationen denn dazu, die ich erzählen kann. So, ich dachte, ich hätte sie schon einmal gesehen. Ist das hier? A. Dewar Rattray. Okay. So, ihr schreibt so ein bisschen jetzt hier. Die Firma wurde gegründet von Andrew Dewar Rattray im Jahr 1868. Die Firma wurde 2004 wiederbelebt durch Tim Morrison. Er war von Morrison Bowmore Distillers in der vierten Generation von Edwin Dewar, von Dewars, was jetzt heute Bacardi ist. Und das ist so, dass er die verschiedenen Fässer sucht für verschiedene Regionen Schottland. Und in 2011 die Firma öffnete dann dort tatsächlich ein Dewar's Rattray Whisky Experience and Shop dort in Schottland. Und ich komme gleich dazu, was es noch alles von denen gibt. So, nicht zu viel auf einmal verraten. Jan sagt Dosenobst, leichter Rauch, bisschen Schärfe. Tim sagt Abend. Heiko B. sagt leichter Rauch, Asche, etwas muffig. Leichter Rauch, genau, Apfel, Saftbirne, Vanille und Stachelbeeren. Barry sagt, wirkt etwas jünger, hat aber schon volles Aroma. Auch das ist ein sehr, sehr schöner Punkt denn da, Barry. So. Also, ich schaue noch mal ganz kurz in meine Liste hier, wer könnte theoretisch dabei sein heute Abend mit, Verkostungsnotizen. Luna ist nicht da. Sie könnte dabei sein. Tim, Michael, Marcel, Jan, zwei Jans, ein Heiko, ein Erich, das Captain, einmal Chan und einmal Barry. So, natürlich, der Abend ist hier nicht der perfekteste Abend, um viele, viele Leute zusammenzubekommen. Wobei gestern Abend war, glaube ich, 800 Leute online. Also 500 dann bei St. Kilian und 300 oder umgekehrt dann bei
Sascha, schon krass, wie viele Leute das waren. Gut, erste helle Früchte, dann aber auch Beeren hinten raus. Alles umhüllt von einer kleinen Säure und leichten Rauch. Das könnte wohl der Ben Nevis Eile sein. Ardmore riecht für mich sonst anders. Ja, genau, Captain, das ist genau meine Meinung auch. Als ich den Rauch, dachte ich, leichter Rauch. Ein bisschen hier diese bärige Moment, ein bisschen auch dieser Birnenkompott da drin, Vanille, aber nicht wirklich diese typische Ardmore-Momente. Gut, wir könnten gleich dann zu Bay gehen. Also heute für Barry ist perfekt, denn meine Bereitschaft ist heute beendet. Das ist schön. So, ich lese weiter ganz kurz auch in dem Büchlein jetzt hier für uns und für euch. Also, wir haben so. Stronachi ist eine der meistverkauften Single Malts hier. Eigentlich ist es Ben Rennes. Und was wollte ich sagen hier? In 2020 ein neuer Range von Single Cask Whiskies, The Warehouse Collection, wurde jetzt eingeführt. Entweder mit Fassstärke oder mit 46 abgefüllt. Ist ein Mix von Voll- und Teilfässern. Und gut. So, das ist das. Ich wollte noch eine Sache dann hier gleich zeigen und dann gehen wir sowieso hier bald weiter. So, die Flaschen können da bleiben. Wir gehen zu Bay. Und dann in der Zwischenzeit, wo wir bei Bay sein werden, werde ich hier meinen Bildschirm teilen. Denn wir haben ein paar nette. Nope. Bilder hier. So, das ist jetzt hier von, da muss ich selbst hier schauen. Ich glaube, das war Erich, oder? So, sehr schön. So, hier hat man die drei Zähl dunkle Sample-Flaschen dann da im Hintergrund wartet er auf uns. Echt sehr schön. Und das war hier tatsächlich Barry. Entschuldigung, nee. Das war Erich bei ihm zu Hause. Das ist gut. Gut, dann gehen wir mal zu Bay hier. Genau, ich habe auch keinen Rauch bei Bay. Bisschen verschlossener ist der schon. Ich könnte jetzt hier ganz kurz auch dann versuchen zu zeigen, farblich, wie alles hier aussieht. Könnt ihr in der Mitte sehen, dass das ein bisschen rötlicher ist? So, ich könnte auch natürlich mit einem Blatt Papier arbeiten, aber ein Hand und fünf Samples und so weiter ist ein bisschen schwierig. So, Lagerfeuer, mehr kann meine Nase noch nicht bei Bay. Nach der Nase wäre Bay jetzt hier Ben Rinnes, wird gesagt. Das ist interessant, wo und welche Richtung das so geht hier für uns. Okay, schauen wir, was der Captain schreibt. Der allwissende Captain hier. Was hat er in der Nase? Was hat er hier als Aromen denn da? Okay. Ich wollte jetzt hier von AD Rattray selbst ein bisschen was zeigen. Denn was wir haben, ist tatsächlich eine interessante Webseite. Wir präsentieren einfach mal da our story. Das ist alles auf Deutsch, also alles auf Englisch. Andrew Duer Rattray 1806 und 1868. So, gegründet 150 Jahre jetzt hier, haben sie Fässern ausgewählt und Fässern dann dort am reifen lassen. So, deshalb AD, wofür steht das? Andrew Dewar. So, heute ist das so, dass wir die Morrison Team haben und wir haben verschiedene Sachen, wo man sich anmelden kann. Ich gehe einfach mal ganz kurz zu Our Whiskies. Was mich ein bisschen hier, was heißt enttäuscht hat, war, ich bin hier zu der Cask Collection hingegangen. Ich
Ich bin hierhin zu unserem latest release und da ist Sachen, die wir in Deutschland gar nicht bekommen haben. Ja, also der Annandale, der Art Blair, der Bal Blair, der Glenmory, der Isle, der Tamdu, der Tudor Bardin. So, wenn ich hier einfach hingehe, ich kann, so, wo Ardmore, ja, also wir haben Ardmore. Ups, ich muss hier ganz kurz schauen. Ardmore ist unsere Fassnummer 2093. Das ist hier. Und da ist das schon abgelegt, sozusagen. Ja, also wir haben der Lebanese Red Wine Barrique. Wir haben der Destillierungsdatum 9.9.2013. Wir haben der Abfülldatum 19. Juni 2023. 211 Flaschen waren da, steht auch auf der Etikett. Und jo, 9 Jahre alt, 56,2%. So, Sven sagt Moin zusammen. So, bei der zweiten bekomme ich erstmal weniger aus dem Glas. Helle Früchte mit etwas Vanille. Auch hier eine ganz dezente Säure, aber alles weniger als bei 1. Das ist sehr gut. Also, Lagerfeuer. Genau, du hast schon geschrieben. B ist komplexer, sagt Barry. Hat auch leicht Rauch, aber anders. Habe mehr dunkle, so süße Früchte und Rosinen. So, was habe ich hier übersprungen? So, und kannst du den Link hier in den Chat schicken? Welchen Link meinst du, mein Freund? Würdest du hier reinkommen wollen? Der einzige Link, den ich bisher gepostet habe, wäre jetzt hier unser StreamYard-Link, um da reinzukommen. Okay, A, B. Für mich ist B auch rauchiger als A. Meiner Meinung. Okay, sehr, sehr gut. Vielleicht komplexer, verschlossener. Werden wir sehen, was Base so kann. Gut, dann teilen wir noch ein Foto jetzt hier von Barry, wie es bei ihm da so sieht, aussieht. So, genau. Er hat sogar ein Album im Hintergrund hier. Das ist denn da? So, das ist bei Barry. Er hat ein Ardmore, den er hier einfach im Glas hat. Distillery Label, auch von Gordon McPhail. Kenne ich nicht. Habe ich noch nie ein Ardmore Distillery Label von Gordon McPhail gesehen. Aber guck mal, Model 500 Classics, also Cognac ist im Hintergrund. Und wir warten darauf, dass wir hier beginnen können. Danke, 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 dass du das hier rübergeschickt hast, Barry. Schön, ein bisschen Anteil zu haben, wie es denn bei euch so aussieht. Ja, das wollte ich nicht zeigen. Sehr, sehr schlecht. Die Flaschenfassliste vom AD Rattray, die du gerade angezeigt hast, das hättest du gerne. Ja, gut. Also, das ist der Single Archives hier, ist kein Problem. Wir können auch zu Sage schon gehen. Unser etwas rötlichere von den 4, 5, die wir haben. So, das ist AD Rattray.com, Whiskey Archives und dann Single Cask Archives. Super, es freut mich, dass ich verstehe, welche Link du da haben willst. So, C. Oh, das ist Puderzucker. Ein kleines bisschen rote Grütze. Alkohol ist nicht so störend. Hey, Bozio, schön, dich auch hier zu sehen. Heute fliege ich solo, wie immer wieder Roy sagt, denn da bei sich ist eine schöne, schöne Note, was wir haben. So. Aber ein bisschen Bronze, ein bisschen Aprikose von Farbe hat man das jetzt hier im Glas. Da bin ich gespannt. Wenn der Ardmore Weinfass hat, könnte Bay auch Ardmore sein. So, habe ich das nicht gerade? Was war das hier? Das war der Lebanon Red Wine Barrique.
2 Jahre lange Reifung für den Atmor. Ja, also ich kann das nochmal hier teilen, dass wir es ein bisschen wieder sehen. Bildschirm teilen, Atmore 2013. Hier, Matured in Bourbon Hogshead 2093. 7 Jahre, Lebanon Red Wine Barrique, 2 Jahre. Könnte so sein. C, wir haben helle Früchte, wir haben süß. Ja. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen schon geschaut. Sascha macht momentan seine Auszeichnungen für, ich glaube, heute ist die beste Brennerei. Ich habe hier tatsächlich einfach nur meine Top 10 Listen dieses Jahr. Kein Flops, sondern nur Tops. Weltwhiskys kam heute gegen 13:30 Uhr. Morgen kommt dann dort Irish Whiskey. Übermorgen kommt dann Bourbon. Und am 1. Januar kommt dann da Single Malt Scotch. Meine Top 10, wozu ich jetzt hier ein Video, ein Verkostungsvideo gedreht habe. Was ganz interessant ist, bei der Weltwhiskys hat jemand geschrieben in den Kommentaren, mein Weltwhisky war ein Indri, Cask-Nummer, ich glaube, 303. Wir haben ein Indri-Tasting hier gemacht mit der Single Casks, auch mit der Trini. Und ganz ehrlich, der 303 wäre auch in der Top 10 gekommen, aber es gab kein Verkostungsvideo. Also ein bisschen ist mein System nicht perfekt. Bei C finde ich auch Weinfass. Südfrüchte. Süß, dickflüssig. Und C hat gar keinen Rauch. Da bin ich bei dir. So, lass uns sehen hier. Viel Frucht, schreibt Jan. Und auch etwas dunkler, süße, würzig, holzig, kein Rauch. Und ich warte ein bisschen auf Erik, also der Captain, dass er auch hier was Tolles schreibt hier bei Nummer 3, sodass wir das mitlesen können. So, meine Ranking ist momentan C. Rauch kommt immer nach hinten, Leute. Es sei denn, irgendetwas hat eine Art Fehlnote. Ich könnte plädieren, dass sogar Rauch eine Fehlnote ist. Tue ich hier nicht. Rauch ist auf jeden Fall, oder torfige Moment ist auf jeden Fall etwas, was nicht natürlich einfach ein Whisky ist, sondern geschichtlich einen Platz hat. Und in viele, viele, nicht alle, in viele, viele Brennereien wurde da tatsächlich Torf da bewusst auch benutzt, um denn da dieses typische Eile-Charakter dazu herzuheben. So, CAB habe ich auch übrigens, Heiko. CBA, Jan. Guck mal. Captain schreibt, bei der 3 habe ich auch keinen Rauch, aber ich bilde mir ein, das Weinfass wahrzunehmen. Ja, logisch, schau mal die Farbe an. Ja, also da ist Wein Einfluss hoch 9. Also, ja. Obwohl vor B klettern könnte, schreibt Barrier. Ja, okay. Das ist eine gute Möglichkeit. So, ich wollte noch mal ganz kurz hingehen zur Geschichte hier bei AD Rattray. So, 1868 wurde aus Lebensmittelverkäufer in Glasgow, hat Wein, hat Olivenöl verkauft, hat dunklen Rums aus Jamaika verkauft und schottische Whiskys. 1890, also der Stronachi Brennerei wurde damals auch gebaut. Und da begann diese Verbindungen herzuschlagen. 1926, Stanley P. Morgan, der Vater von unserer Vorsitzenden, hat bei William Walker gearbeitet, ein Whisky Broker damals, der Blending, Bottling und auch Vertrieb von Whisky seit den mit 1800 gemacht hat. 1928, der Stronachi Brennerei produzierte 30 Jahre lang, denn dort die feinsten Spirituosen steht hier, wurde gezwungen zu schließen, wie viele anderen Brennereien damals. Warum? Weil der Preis nicht von Torf, sondern von Kohle, Steinkohle, also so hoch war und die Preise von Getreide nach oben gingen. Auch diese Woche habe ich gelesen, Getreide macht circa 40 bis 60% von den Gesamtkosten aus. Ich hätte gesagt, Energie wäre mehr. Also 1938, nach dem Tod von Andrew Duer,
Die Firma wurde 1920 zu William Walker verkauft. Und Stanley P. Morrison 1939 heiratete Elizabeth Walker, die Tochter von William Walker. Und die zwei whisky-liebende Familien waren vereint. So, kriegt richtig eine Geschichtslektion heute. 1949, also A.D. Rattray wird geerbt an Mrs. W.E. Bruce Walker, die Schwester von Elizabeth Walker Morris und die Tochter von William Walker. Und nun Stanley P. Morrison, der Vater von unserer Vorsitzenden hier, von A.D. Rattray, baut eine Whisky-Vermarktungsfirma, Brokerage, auf. Und das war der Stanley P. Morrison Limited Whisky Brokers in Glasgow. Und jetzt wird es interessant. 1963, diese Firma kaufte Sheriffs Bowmore, eine Brennerei. Dann haben sie auch Glengarry in den Highlands 1970 gekauft. Und in 1984 haben sie Ockentoshan Lowland Brennerei gekauft. Und 1982 haben sie ihren Namen umbenannt, Morrison Bowmore Distillers. 1989, Tränen in mein Auge, Suntory kam, eine japanische Brau- und Brennfirma, und hat dann dort einen Anteil in der Morris Bowmore Brennerei übernommen und hat später die gesamte Brennerei, alle Aktien praktisch übernommen. So, 1993, Stanley Walker Morrison, der Sohn von Stanley P. Morrison, kaufte jetzt A.D. Rattray Limited von der Tante zurück. Und 2002 gab es jetzt endlich der Wiederbelebung von der A.D. Rattray. Und die haben tatsächlich ein Stornaki-Flasche bei einer Auktion gekauft. 2004 eigene Fässer kamen auf den Markt. Das heißt, 20 Jahre haben sie jetzt hier Erfahrung damit. 2000 11 habe ich gerade erzählt, die haben hier die Whisky Experience Shop dort in Kirkoswald in Ayrshire. Wow, Aussprache jetzt hier. 17, die haben die Clydeside Brennerei aufgemacht. Die ganze Zeit habe ich darauf gewartet, hier die Flasche hochzuhalten, dass wir wissen, wer hier hinten da verbirgt. A.D. Rattray hat eine eigene Brennerei gebaut. Und im Jahr 2018 haben sie 150 Jahre jetzt hier Jubiläum gefeiert. So, der Bogen ganz bis zu Ende geschlossen, hoffe ich. Gut, also, wenn ich zwischen A und B hin und her wechsle, wird A immer besser. A braucht Luft, denke ich. Jo, dann gehen wir zu D. Hätte er schon längst machen können. Oh, was? Also D hat weniger Weineinfluss. Oh. Also D kommt vor C und wenn ich von D auf C gehe, kriege ich hier einen nicht vorher vorhandenen Schwefelmoment bei C. Und wenn ich so von C auf D zurückgehe, kriege ich da eine leichte Säure, die ich auch vorher nicht hatte. Ha. Gut, also Jan schreibt jetzt hier absolute dominante Naschi-Birne. Barry sagt jetzt hier, ist schön für mich, süß, komplex, etwas Holz im Hintergrund, reife Stachelbeeren, zum zweiten Mal heute. C ist zwar wuchtiger, aber D geht nach vorne. Und Captain schreibt hier, kommt schon voll, kommt schon schön voll, aber auch rund aus dem Glas. Hier habe ich zum ersten Mal gar keine Säure-Moment. Was habe ich erwähnt bei D? Ich kriege einen Säure-Moment. Also, schöne, süße, fruchtige Beeren, bisschen Schokolade in der Nase, aktuell mein Nummer 1, bei mir auch. Also, ein helles Holz, leichte Würze. So, ist da irgendein Kaufreiz schon ausgelöst worden von unserer Nosing? Ich würde sagen, nein, noch nicht. Aber D hat leichte Momente von etwas, was älter ist. So. Das ist eine Abfüllung, die auf jeden Fall für mich hier eine Tendenz hat. So, D, C, genau, A und B habe ich auch, wobei
Anwesen eng zusammen. Das verstehe ich jetzt hier, Barry. Sehr, sehr, sehr gut. So, wir haben die Geschichtsstunde jetzt hier vom AD Rattray gehabt. So, was ich auch interessant finde, ist, dass bei AD Rattray wir haben tatsächlich, ich zeige euch das, weil ich das einfach so witzig finde, ja. So, Bildschirm teilen. Wir haben zwei Personen. Wir haben Stanley W. Morrison, der ist älter, und wir haben Stanley A. Morrison, der Director, der jünger ist. Die beiden Leute, das ist die gesamte Firma, AD Rattray. Oh, nicht ganz. Es gibt einen Marketing Manager, Karen Inglis, und es gibt einen Buchhalter, Thomas Boyd. Und das war's. Mehr gibt's nicht in dieser Firma. Also, mit vier Personen offenbar kann man ein unabhängiger Abfüller sein und angeblich gehört so AD Rattray auch eine ganze Brennerei leiten. Also Clydeside gehört denen in Glasgow. Glasgow. Ach, okay, man kann nicht alles glauben, was man online liest. So, das ist denn D. Ich gehe jetzt mit euch zu A. Ich will nicht eilen, aber ich habe ein bisschen sehr viel Zeit euch gegeben bei D, jetzt hier, als ich die Geschichte vorgelesen habe. Und dann haben wir jetzt unser E. So, wow, da war jetzt hier, Heiko hat darauf gewartet. Süße Traubenzucker. Ja, besser als D? Nein, D ist besser als E. So, Jan sagt jetzt, E ist verschlossen, süßlich, Vanille. Liebe Leute im Chat, bevor wir jetzt zu unserer nächsten Runde kommen, wo wir verkosten, welche unabhängige Abfüller findet ihr toll? Und bei welcher unabhängigen Abfüller sollte ich nächstes Jahr überlegen, ein Blind Tasting mit einer ihrer Jahresabfüllungen zu machen? Also kannst einfach mal, welches toll? Und darüber hinaus, welche habe ich wahrscheinlich hier noch nicht gehabt und sollte ich mal machen? Ja, also das sind die zwei Fragen, die ich euch im Chat jetzt hier fragen wollte. So, E finde ich noch komplexer. Rosinen, Nüsse, Walnüsse, um genau zu sein, Datteln, auch Holz. Ach, also D hat etwas Älteres. An der Nase wenigstens. Vanille, aber auch Sherry-Süße? Frage, Frage, Frage. Also der Wein kommt bei C krass durch. Secondhand-Rauch. B. Bisschen Wein dabei. Brühler Whisky House, egal ob Ados oder Fine Art, meine unabhängig Abfüller des Jahres. Du, toll. Also Marco macht da tolle, tolle Sachen. Es gibt genug andere Leute, Sascha und so weiter, Manuel und so weiter, die ein Blind Tasting mit Ados machen könnten. So, oh, ich finde Hunter Lang gut, Old Malt Cask. Ich mache es einfach immer wieder, einfach mal eine zu greifen jetzt hier. Der wurde für Flickenschild, der Mord lag jetzt hier. Auch gut. Ich glaube, da habe ich bei Old Malt Casks noch nie eine komplette Blind Tasting gemacht. Wäre cool. So, wir haben drei Namen aus Deutschland jetzt hier. Marco Bonn, A Dream of Scotland. Wir haben Thilo Schnabel, unser Cask Count. Und wir haben Marco Mack, was unser Whisky Wizard ist. Ich muss noch mal mit Marco hier reden oder seine auf der nächsten Messe. Das wäre schon etwas. Douglas Lang, speziell Old Particular, gab es so etwas schon auf diesem Channel? Ich habe einige, ja doch, Old Particular, glaube ich, habe ich sogar mal gemacht aus Tasting. Das muss ein Live sein. So, Particular. So, Blind Tasting, wir haben einen Single Cask hier von Whisky Zone damals gehabt und wir haben ein Old Particular Tasting gehabt am 28. Mai 2001. Da hatten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Flaschen dabei gehabt. Es war ein Talisker 9 Jahre, ein Glen Turret, 15 Jahre ein Glen Goyne, 15 Jahre ein
Orkney, also Highland Park, 18 Jahre, ein Ockentoschen, 22 Jahre und sogar ein Tomaten, 25. Das war, jo, eine richtig interessante Old Particular damals. So, unser Ranking. Oh, guck mal. A for D, A for D, D for A. Corey und Didi haben noch eine eigene Serie, die am Alba Trail. Ja, ich habe ein paar Flaschen hier. Also, so kann ich die Flasche hier hochhalten. Wo ist meine Flasche hier vom Alba? Ja, da ist die 31-Jährige zum Beispiel, die ich jetzt hier nicht so schnell greifen kann. Wow, ich habe umgeräumt und jetzt ist das nicht, wo es vorher war. Ach, die ist da vorne, das weiß ich. Ich habe noch ein paar Flaschen hier von denen. Das wäre eine Idee, mit Alba Trail so neu und alt zu machen. Big Whiskey Bear sagt guten Abend zusammen. Na, wie schlägt sich AD Rattray in der Nase bisher? Berry Brothers und Rudd würde mich interessieren. Das haben wir auch schon mal gemacht. Da bin ich relativ sicher. So, Berry. So, ich muss zu meine. Genau. So, ups, weg damit. Und hier Berry. Haben wir, genau, Berry Brothers Rudd Tasting war am August, 21. August 2020. Da hatten wir gehabt, und jetzt können wir gleich zu Tasting kommen, Blair Ethel, 10 Jahre alt, Glenmorey, 9, was war das hier, 12 Jahre alt, Roy Brachler, 11 Jahre, Miltendorf, 11, Glenmorgie, 11 und Glen Elgin, 10 Jahre alt, damals gehabt. So, gibt es unabhängige Abfüller für amerikanische Whiskys? Ja, mittlerweile Barrel ist eine davon. Der andere, ich sehe die zwei Leute, die es gegründet haben, aber die sind noch nicht in Deutschland oder Europa. Wie wäre es denn mit Adelphi? Hab bis dato auch nur Gutes im Glas gehabt. Da konnte ich mit Thilo reden, der ist der Importeur. Ja, schauen wir mal, Rolf Kasper und so weiter, ist ein bisschen sponsert, wie auch immer. Reihenfolge, sagt Captain, gerade beim Querriechen nochmal komplett gedreht. C, B, D, A, E. Jedes Mal beim Riechen ändert sich. Ich glaube, wir müssen verkosten. Ja. Yep. So, ich würde einfach mal so sagen, wir verkosten heute anders. Wir verkosten anders, weil ich will die rauchigen Dinge zum Schluss haben. So, wir werden meine Reihenfolge nehmen, wenn das für euch okay ist. Und wir gehen von meine, was gut ist, zu dem, der nicht so gut ist, denn dahin. So, das heißt, wir haben hier, wir werden mit D, ich lasse es einfach unten da, wir werden mit D anfangen, wir gehen zu A, C, A, B und dann haben wir die zwei rauchigen, zumindest die, die ich wahrnehme, als rauchig am Ende. Gut. Hello, Warfenator, schön, dass du dabei bist. Irgendwann werde ich es hinbekommen, dass ich dann sogar über Instagram vielleicht mal meinen Stream laufen lassen kann. Gut, morgen Abend ist ein Livestream. Mein Gast sollte eigentlich Dirk Rosenböhm sein. Er hat gerade vor 2,5 Stunden abgesagt. Der ist dann dort tatsächlich jetzt im Norden und pumpt den Keller aus in der Weserbereich hier von seinem Elternhaus und hat für mich und meine Anliegen, null Kopf dafür. Das habe ich volles Verständnis. Ich habe eine Sache dann hier noch laufen und wenn nicht, ich glaube, ich mache einen Rückblick auf das Jahr 2023. Nicht nur meine Top 10, sondern einfach einen Rückblick allgemein. Okay, genau. Also ich finde D ein Tick besser als A. Deshalb. Gut, dann fangen wir an mit D. So, wir sind 5 Minuten früher als sonst hier. Also meistens haben wir 45 Minuten, aber wenn ich ganz alleine hier rede, ist das denn so, wie das ist. Gut, dann sage ich mal hier Slanche. Wow, das gefällt mir. Also D.
wäre für mich ein Kaufkandidat. So. Und heute sind ja nur 5 dabei statt 6. Auch das stimmt. Dankeschön, Captain. Der ist echt gut. Oh ja. Ich will sagen Winner, Winner, Chicken Dinner, aber naja, wer weiß, wer weiß. Der ist echt richtig, richtig nice. Wow. Leichte Holz, wirklich dieses Wort, was Barry so oft benutzt hat, Stachelbeeren, Vanille, Malz, Süße. Gut, gut, gut. So, das ist was Schönes, Leute. So, Captain, du fehlst auf Twitch. Nein, der ist hier bei YouTube, damit seine Kommentare nicht übersehen werden können. So, unabhängig Abfüller, T und T. Ja, genau. Wäre auch mal ein schönes Tasting. So, das ist Tom und Tom oder Thomas und Thomas. Whiskey Warehouse Nummer 8 macht mehr und mehr von der Fassabwicklung und auch der administrative Aufgaben. Ja, ich könnte auch noch mal mit Tom in Oberhausen reden, ob ich noch von ihm vielleicht aus seinem Bestand ein paar gute Flaschen noch abkaufen kann. Ich muss sowieso bald wieder zu ihm hin nach Oberhausen. Der ist schon lecker. Hat zwar viel Alkohol, aber dann kommt es, ja, Stachelbeeren, Süße, der hat Old Bottle Flavor. Okay. Ich bin nicht sicher, ob etwas heute Old Bottle Flavor hat, aber der hat einfach mal, Moment. Intensiv, würzig, kräftig, süß, vollmundig, fruchtig, mit Birne, Aprikose, Mirabelle, Vanille, bisschen malzig. Da ist was los. Ja, yeah. Da ist echt was los. Und dem mit 2 Tropfen Wasser wird fruchtig und cremig. Ich weiß gar nicht, ob ich Wasser reintun muss. Also, das höchste der Gefühle, was wir heute haben, hat wie viel Alkohol? Ja, gut, wir haben 62,0. Und wir haben 50%. Auch das ist ein krasser Unterschied bei der jeweiligen Trinkstärke dann da. Genau, D ist eindeutig für mich auch ein Kaufkandidat. Preislich lagen wir bei, der teuerste war, gut, 3 waren dann 89,90 Euro. 90 und eine war 79 und eine war 74,90. Also. Ja, zwischen 90 und dann dort 75 Euro. Helle Früchte, schöne Süße, erst cremig, dann hinten raus wirklich etwas Alkohol, aber ein guter Anfang. Ich kriege keinen starken Alkohol hier. Ich überlege, ob das wirklich so unsere Fassstärke sind oder ob das der reingeschmuggelte 50-prozentige ist. Super. Wow. Gefällt mir. Gefällt mir besser ohne Wasser, aber gefällt mir. Sehr, sehr gut. Also, Captain redet von Eingebung. Also, Dufftown war auch irgendwie meine erste Eingebung. Naja, wenn das Dufftown ist, vielleicht behalte ich die Anbruchflasche für mich. Das ist gut. Vielleicht nicht. Alright, ich gebe auch alle 5 Asset ab. Ja, ich sage jetzt schon, wer alle 5 Asset haben will, schreibt mich mal an. Das kannst du gerne haben. So, drin müsste jetzt hier. So, ja, wie viel war das jetzt hier? Musste 25 Cl drin in den jeweiligen Flaschen. Gut. Day, top, gefällt mir, bleibt vorne. Ey! Ups, wieso habe ich das nicht mehr unten laufen? Jason, wieso habe ich das weggemacht? Wow! Ey! Wir haben jetzt unser Exzellent, wird Exzellent besser sein als unser dominante Whisky Day? Ich kriege das mit dem Alkohol nicht hin in der Nase. Vielleicht hat er ein bisschen mehr.
Gut, dann fangen wir hier mit E an und schauen wir mal, was AD Rattray hier haben kann. Nummer 2, Slansche. E hat mehr Alkohol. Geht. E hat auch mehr Holz. Gut, 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 bitter. Bitter. Schade, schade, schade. E ist deutlich schärfer als D. Viel Noten von Bourbonfass Vanille. Ich mache ein bisschen Wasser rein. Was E denn so hat? Definitiv mehr Alkohol als D. Kräftig, würzig, Holz, hab kaum Frucht. Nicht so überzeugend. Gehe ich mit dir mit, Captain? Ich habe ein bisschen Wasser reingetan. Schauen wir mal, was passiert. Ich greife einfach noch eine hier. Wir hätten zum Beispiel in Glencairn Bourbon Hogshead, 9 Jahre und dann ein First Fill Muscatel Barrique. So für 15 Monate. Ich habe gerade vor ein paar Wochen ist es denn her. Ich glaube, es bei meinem Irish Whiskey News Podcast haben wir darüber gesprochen, wie viel logistischer Aufwand ist es, Fässern zu beziehen. Auch hier, wenn mein Muscatel Barrique, das könnte der Wein Muscatel sein, nicht der Sherry Muscatel. Ah, ich hasse das, dass das nicht so deutlich klar ist. Eigentlich sollte der Wein Muscateller sein, aber manchmal Barrique, was macht ein Barrique-Fass denn dort mit Sherry? Ja, also meistens sind es Hogsheads, nicht Barriques. Also, das Fass muss dann nach Schottland hin, am besten Kühltransporter oder in den Wintermonate. Ach, alles, alles Dinge, die wir manchmal vergessen, wie viel Aufwand das sein kann. Und wenn man merkt, das sind der Vater und Sohn Team und dann zwei Leute. Da stand eine denn für Marketing und eine für Buchhaltung denn da. Wer macht die ganze Arbeit? Das wird outgesourced. Alles wird denn dort sozusagen delegiert. Gut, ja, A macht mit Wasser ein bisschen auf. Da kriege ich ein bisschen Zitrus, etwas Getreide, aber er bleibt scharf. A prickelt, ist auch sehr gut, prickelt auf der Zunge. Ja, mehr Alkohol, auch Holz, Schokolade, Datteln. Süß finde ich ihn, aber nicht bitter. Ich schon. Also er wurde hinten raus holzbitter. Also der geht, er geht, ja. Der baut ein bisschen ab da. Ein bisschen dunkle, herbe Schokolade hinten raus, könnte man das wohlwollend so sagen. Ein bisschen würziger. Der ist kein schlechter Whisky, aber ist nicht der gute Whisky. Ist nicht der Whisky, der einfach mal lange, lange, lange im Mund da haben will. Genau. Und E sagt auch hier, auch mit Holzbitter. Wir sind uns alle einig, glaube ich. D ist vor E. Ja, könnte ein fettes Bourbonfass sein. Was ist Fett? Elijah Craig Barrel Proof. Was ist Fett denn dort an Booker's? Was ist Fett denn dort an Wild Turkey? Denn hier Rare Breed, was ist Fett? Das ist da, wo ich mich frage. Denn ein Bourbonfass, die tun es nicht mit 40% ins Wasser rein. Das Wasser kommt, nachdem das Fass entleert wurde. Auch Jim Beam White Label, auch Johnny, auch Jack Daniels, Old Number 7, das wird alles dann praktisch mit seiner 62,5% Max ins Fass reingelegt und wird entleert und das Fass kommt nach Europa dann da. Fette, es wurde gesagt, fette Fassdauben. Ach, das glaube ich auch nicht. Das wäre ein Garrison Brothers oder das sind unabhängig abgefüllte, nicht unabhängig, Craft-Brennereien dort aus Texas, die es eher brauchen, weil sonst unter der Hitze und unter diese starke Ausdehnung, die da durch die Wärme erzeugt wird, ist da tatsächlich dickere Dauben notwendig. Kennen wir auch von Sherryfässern. Und deshalb gibt es manche 50, 60, 70 Jahre alte
Single Malts in Schottland jetzt hier, die immer noch nicht unter 40% gelandet sind, weil die Dauben extra dicker sind und damit ist weniger Austausch mit Malts. Aber eine schöne, schöne Sache. Okay, D4A, da bin ich absolut ganz, ganz, ganz die Meinung. Meine Meinung dann da. Dann gehen wir hier zu C und schauen wir mal, was wir haben. So, C. Feuerfrei, unser rote, aprikose, bronzefarbene Gemisch. Sancho. Mehr Alkohol, mehr Weinmomente, fast wie ein Amarone-Wein. Ja, eine Reihenfolge bleibt, wie es ist. DE und C. Da tut sich nichts, auch im Geschmack her. Danke, Barry. Ja, wird bitter auch im Geschmack, ein bisschen mit Wasser. Ich fand den bitterer, da bin ich bei E noch, ohne Wasser als mit Wasser. Der hat schon ein schönes, cremiges Mundgefühl. Wer ein Rotwein-gefinischtes Produkt haben möchte, ist hier wunderbar. Auch da ein kleines bisschen die Frage ist, was wollen wir? Ja, also seit dem Zweiten Weltkrieg, Bourbon-gereifte Fässer, Hogsheads, der Standard. Dann wurde gefinisht häufig oder wurde manchmal Vollreifung in einen Sherry, je nachdem welche von den sieben, die es so gibt. Und dann wurde es dann manchmal auch in Port. Rum selten, aber das sind hier die Dinge. Und dann kam praktisch jetzt hier Jim McEwan und Marc René mit Bruichladdich haben angefangen, Wein zu benutzen. Ja, ein paar andere hatten es vorher mit Glenmorangie und so weiter, aber Glenmorangie ein bisschen, aber eigentlich der uns in Deutschland ein bisschen das hier schmackhaft gemacht hat, weil Glen war dann tatsächlich Bruichladdich. Und das mit deren Weinfässern, die brauchten Fässern. Marc René hatte Connections, jo. Fässern schnell eben nach Schottland hingebracht und dann da. Wenn man überlegt, ich bin dabei, es zu überlegen ganz kurz. Wenn man überlegt, tatsächlich, Billy Walker gibt 1 Million Euro im Jahr für neue Fässern aus, das ist schon viel Geld. Die Frage ist, wie viel gibt er für Getreide aus? Da konnte ich ganz kurz schauen, was dann 40 Tonnen Getreide so kostet. Und dann könnte man einfach das hochrechnen, was ist denn teurer denn da? Ja. So, da wurden einige Liter Wein im Fass gelassen, bevor der Wein reingefüllt wurde, bevor der Whisky reingefüllt wurde. Ja, Transport. Also, ja, wenn du 5 Liter Wein drin behältst, dann trocknet das nicht aus, dann kippt diese Weinfass nicht. Das ist gut. So, saurer Beeren. Wein, mehr Alkohol. Gehalt, aber deutlich besser eingebunden als C. Da bin ich nicht sicher, ob er C mehr hat. Das ist eine gute Frage. Bisschen dunkle Schokolade hinten raus, aber trotzdem sehr cremig. Also schließe mich an, volle Ladung Wein. Voller Weinmoment. Weinig süß. So C, der ist cremig, dickflüssig, finde die Nase etwas besser. Wasser tut ihm nicht gut. Oh. Ist ein gutes Mittelfeld. Sehe ich auch so, sagt Michael. Ah, schön. Was siehst du auch so? Worauf hast du da in dem Moment Bezug genommen? Ich habe meinen jetzt mit ein bisschen Wasser. Ich glaube, Wasser hat dir in der Nase gut getan. Michael hat auch DCE. Nee. Also ich habe DEC. Sorry. Mein Geschmack ist anders, sagt der Tim. Also ich finde es toll, Tim. Also er hat C vor. Er hat genau das umgekehrt wie Jason. CED, ich habe DEC. Da ich keinen Rauch bei C habe, würde ich sagen, bleibt nur Glencadam bei C. Oder was haben Dufftown und Tullamore?
nur Bourbon Casks, da steht nur Oak, Eiche. Also, je nach Abfüller, je nach Brennerei, denn sagen Sie, das habe ich von Glen Grant zum Beispiel gehört, der Master Distiller da, sagte, wenn ich ein Fass habe, ist ein Weinfass, ein Rumfass, ein Sherryfass, auch sogar bei Lagavulin war das. Wir haben ein First Fill Bababa, das nennen wir. Also, Rum, Sherry, Port, Wein, wie auch immer. Das zweite Mal, wo wir es befüllen, Oak. Also, wir haben nicht wie bei Glenfarclas, Fourth Fill Sherry. Also, die benutzen das vierte Mal mit Distillat von Glenfarclas und nennen es immer noch ein Sherryfass. Die sagen nein. Also, von daher kann das ein Bourbonfass, kann Oak sein, kann es dann ein zweites, drittes, fünftes, achtes Mal benutztes Fass, was vorher irgendwas anderes hat. Es kann ein achtes ist nicht das Schlimmste der Welt. Stell mal vor, du bist bei Glen Scotia, du bist bei Loch Lomond, du hast ein Fass, der einmal in Amerika benutzt wurde, dreimal schon Schottland, du kratzt es einmal innen drin aus, du machst ein Rejuvenated Cask, eine so Wiederbelebung, ein bisschen Char, ein bisschen dann dort tatsächlich dann neu befüllen und du kannst es dann nochmal benutzen, du kannst es noch ein drittes Mal auch dann erneuern, das Fass. Da habe ich nichts dagegen. Das ist eine sehr, 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 sehr schöne Produkt manchmal auch. Ich habe nur das Problem, wenn man irgendein Fass benutzt, fünf oder sechs Mal und es nicht wieder neu aufarbeitet. Da kann wenig, wenig rauskommen. So, DNA sind Tomor oder Dufftown. Okay, werden wir sehen. Hier würde C vielleicht der Glencadam sein. Okay. Gut. So, wir haben, das sind die drei Möglichkeiten, ja. Wir haben schon ein Tomor gehabt, denke ich, weil die zwei anderen sind ein bisschen rauchig. Wir haben schon ein Dufftown gehabt und wir haben einen Glencadam schon gehabt. Und da kriegt der Captain einfach nur, kann nur bestätigen, was der Barry denn da gesagt hat. Also sein Tipp ist, dass der D ist der Dufftown, der E ist der Tomor und der C ist der Glencairn. Lass uns sehen, ob du 100 für 100 bist heute oder ob du 0 für 5 bist. Wir können gerne zu A hingehen. Also A. Ja. A hat für mich diese typische, ich kann es nichts anderes beschreiben als Rauch zweite Hand. Also nicht rauchige Gerste, sondern ein rauchiges Fass. Das ist das, was ich hier kriege. Kriege ich bei deutschen Whiskys, kriege ich bei Irish Whiskys. Sehr selten. Also auch liebe Leute, schreibt einfach im Chat hin, welche Brennereien oder welche unabhängige Abfüller oder welches Single Malt Scotch Whisky habt ihr gehabt, in der es gereift wurde, nur in ein rauchiges Fass? Nicht, dass der Torf von der Gerste selbst kommt. Also, ich weiß, Quarter Casks Lafroig werden häufig auch weiter verkauft. Ja? Also, Quarter Casks Lafroig sind, glaube ich, ehemalige Maker's Mark Fässern, die werden dann runtergebaut auf 225 Liter statt 200 Liter. Also, was muss man machen, um einen Quarter Cask? Ich bin am Überlegen. Das heißt, man würde die Daumen auseinandernehmen. Man würde dann da tatsächlich denn der Deckel entweder benutzen, was schon da war. Man muss es noch kleiner machen. Daumen rein. Deckel oben drauf neu machen, Ringe neu machen und dann kann man das wieder befüllen. So, hat hier diese süße Rauch, aber das ist doch Secondhand Eile-Rauch, oder Barry? Ja, rauchig, süßlich, etwas Vanille, ein Hauch von Frucht im Vergleich zu D und C, ziemlich langweilig. Oh, das freut mich. Oder das enttäuscht mich, sag mal er. Ordentlich Rauch, aber viel salzige Erdnüsse. Erinnert mich an Koile. Dann aber viel Süße, Vanille und auch helle Früchte, aber finde den sehr lecker. Captain, das wäre was. Stell mal vor, du hast einen Koile, der in eine Eile Sherry, wie hieß es, Barrique? So, wo ist mein Ben Nevis hier?
natürlich der Letzte, der nicht nehmen will. Cask Isle Sherry Edition Barrique. Kennst du irgendwas von Coile in ein Sherry Barrique? Sagt man nicht, oder? Ist ein Hogshead. Also salzige Erdnuss ist gut, dann ist das der Ben Nevis. Ich und Ben Nevis, wir mögen uns nicht so. Er hat mehr Rauch, als ich gedacht habe. Wow. Wow. Und auch da ist eine Frage an mich und an euch. Wir wissen alle, dass ein rauchiger Whisky in ein Fass mit Jahren, über Jahre hinweg weniger Rauch hat, war der Aktivkohle, der ausgekohlte Eichen, da drin saugt und speichert diese Phenolen ab. Meine Frage ist, wie kriegt man tatsächlich diese Aktivkohle, diese Char, dieses ausgebrannte Holz dazu, dieses Phenolen wieder abzugeben? Sind Phenolen eher wasserlöslich? Sind die mehr Alkohol, ethanollöslich? Muss man genau wie Tannin mit mehr Alkohol reingehen? Das heißt, man hat vielleicht bei Coile das erste Mal einen Barrique gehabt. Der Wein da drin hatte, sagen wir einfach mal 13%. Ja, mehr nicht. Du gehst rein mit deinen Coile, nenne ich es einfach mal so, mit, keine Ahnung, 60%, 62%. Vielleicht 63,5, ja, das Standard. Und dann gibst du das Fass ab und jemand anderes sagt, oh, da war 63,5% da drin, wir wollen mehr von dieser Eilerauch haben. Reicht es aus, nur meinen Whisky reinzutun, auch wenn es 60% wäre? Oder muss es mehr sein? Muss es dann 65%? So, also, Jason, ich habe so schöne alte Ben Nevis. Muss dir unbedingt mal was zukommen lassen. Ach. Irgendjemand anders wird wahrscheinlich mehr Freude dran haben. Also, hier sehr süß, nicht so meins. Wenn der Secondhand-Rauch ist, wow, wie rauchig war der Whisky, der vorher drin war? Oder wie lange lag er da drin? Genau. Wo ist Heinz Weinberger, wenn man ihn braucht? Der Heinz wird am 14. Januar hier bei mir sein und wird hier tatsächlich wieder mein Gast sein. Musste auswählen, da im November, weil er selbst Corona hatte, konnte nicht. Und nun ist die Frage, braucht man so etwas? Sehr viele, viele Fragen, die man einfach mal manchmal so stellt. Also, Captain hat A ganz nach vorne getan, Jan hat A vierte Position, bei mir wird der letzte Position bleiben. Also, aber das ist schon krass. Wie viel zweiter Handrauch muss das sein? Aber ist A Ardmore? Also jetzt im langen Abgang hat man diesen salzigen Erdnüsse. Gut, B. Swansche. Schauen wir mal, was passiert mit B. Danke, Michael. Also B ist besser als A. Wow, B ist fruchtig. Ganz, ganz minimale Rauchmomente. Leichte Zitrussäure hinten raus. B interessiert mich. Nicht wow, aber interessiert mich. Oh, okay. Sorry, Barry. Die Wiederholung kannst du mal anschauen. Ja, B ist bitter. Ist better. Was würdest du schreiben? Ist besser oder ist bitter? B hat weniger Rauch. Das ist interessant, finde ich auch. Finde ich auch. Sehr, sehr interessant sogar, Captain. Jo. Genau, B ist besser, ist better. Ja, B ist besser als A. Huh. Nicht besser als D, E und C, aber besser.
Ja, vielleicht sogar. Oh. Nee, also der Weinmoment von C, der E und der D ist einfach grandios. Also, was auch immer D ist, das ist lecker, lecker, lecker. So. Die wollen, können schon abstimmen. Die jetzt hier ihre B-Notizen da eintragen wollen, können das auch. B gefällt mir auch besser, mehr Frucht, süß, saftiger. Also hier, Heiko, wir sind da uns perfekt einig. Dankeschön. Also B und A, wir werden uns wahrscheinlich deswegen jetzt hier in die Quere kommen. Nicht mit dir, Heiko, aber mit anderen Leuten, die es höher bewerten. Wir werden die nicht rauchen mögen, schlechte bewerten. Schauen wir mal. Also D, sehr gut. B, kann ich verstehen. A, CE, okay. Wobei A und C noch um die Position kämpfen. Das ist gut. Ich mache ja Ben Nevis. Ist der lecker? Hallo, Luna! Besser spät als nie. Du kommst zur Auflösung. Luna, wenn du es selbst nochmal anschauen möchtest, dann ja, mach aus. Oder hol sie einfach mal. Falls du vor der Kamera kommen willst, darfst du es gerne auch machen. Nein, niemand ist hier gestresst. Also nicht rasant Tempo durchriechen und schmecken, alles so gut. Also D, C, B, A, E, ich mache Rauch. Trotzdem sind D und C die besten heute gewesen. Oh, okay, du machst gerne auch Rotwein. Das freut mich. Also C hätte ich nicht so weit nach vorne getan. So, ich stimme auch jetzt hier einmal ab. Bei mir ist D ganz vorne, danach kommt E. Danach kommt C, danach kommt B, alles ist eine verkehrte Reihenfolge. Und dann mein Name hier rein. Lass uns sehen, wie viele Leute schon abgestimmt haben. So, ich glaube, wir werden nur, wenn ich 8 Leute haben, die abstimmen, bin ich hier absolut, 5 Leute haben schon abgestimmt. So, letzten Platz, darum kämpft sich zwei verschiedene Produkte hier. Interessant. Und eins ist sowas von deutlich klar. Zweiter Platz, okay, könnte ein bisschen verschoben werden. Dritter, aber vierter und fünfter sind also 0,1 Punkte auseinander jetzt hier. So, ich lasse es da noch rübergehen, was wir gerade verkostet haben. Wir haben vorne angefangen bei D, weil B und A sind leicht sind rauchig. A la Luna, la la Luna. Sehr, sehr gut. Gut, die Frage ist, was seid ihr bereit für D auszugeben? 90 Euro? 75 Euro? Nur 50 Euro? Was würdet ihr für D bezahlen? So, schau mal, ob ich das so hinkriege jetzt hier, dass ich tatsächlich auch Whiskys hin. Kann ich auch denn ein bisschen schauen hier wegen Previous Releases hier, ob ich das so hinkriege. So. Die Ben Nevis haben wir die ganze Zeit da gehabt, oder? So. Nee, der Atmo haben wir die ganze Zeit gehabt. Das ist gut. Dann gehen wir zu B. Zu unserem Ben Nevis. Wow, das ist ja schwierig und doof. Ben Nevis. Ben Nevis war fast Nummer 1936 da. Gut, was habt ihr noch geschrieben in der Zwischenzeit? Ich gebe euch ein bisschen Zeit abzustimmen hier. Huhu. Wo ist der Tormor? Keine Ahnung, der hat sich versteckt. So, 7 Leute haben abgestimmt. Ah, alles ist klar. So, wir könnten schon anfangen, wenn wir wollten. So, ich brauche noch eine hier, ein Dufftown. So, Dufftown. Ich suche bei
Und Dufftown, das war fast Nummer 700. Oh, 827. Ah, interessant. Welche ist das so alles gibt hier? Gut. Und der nächste ist der Glen Cadam. Eigentlich könnte ich auch nach meinen Fassnummer suchen, oder? Ich versuche das gleich nochmal. Und dann der Tomor war Fassnummer. Lass uns sehen, ob ich das so hinkriege. Ja, gut. So, Platz Nummer 5. So, lass uns hier nochmal. Und 8 Leute haben abgestimmt. Sehr, sehr gut. Platz Nummer 5 ist denn dort E. Ich schiebe ständig hin und her, aber ich glaube, ich lasse es erstmal so. Ben Nevis hat in den letzten Jahren abgelost. Alles ging alles nach Japan. Mit welchen habt ihr angefangen? Ja, wir haben mit D angefangen. Zwei mit leichten Torfi. Ja, genau. Ich brauche noch kurz. Ich mache ja, Barry sagt hier Tomor und Ben Nevis, erste und letzte. So schauen wir mal. Ich sage, E ist der Tomor, 12 Jahre alt. So. Ich hole mal die Flasche raus und ich werde gleich hier auch zeigen. So, wo haben wir denn da unser. So. Ich kann auch denn so machen heute. Bildschirm teilen. E ist tatsächlich Tomor. Bourbon Barrel am 9. Januar destilliert, am 22. Juni 2023 abgefüllt, 207 Flaschen, Fassnummer 800041 und wir haben 62,1% Alkohol da drin. Wow, das ist nicht wenig, Leute, 62,1 nach 12 Jahren. So, und da ist die Frage, wo ging es denn hier? Das war letzter Platz. Jep, letzter Platz ging jetzt hier an A. So, unser Tomor, 12 Jahre alt. Passt mit den, der hat echt viel Alkohol. Nö, Favoriten sterben bei Barry hier. So sorry. So, der nächste Platz, was wir haben, ist A. Bei mir letzter Platz. A hat erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz, vierter Platz und auch fünfter Platz. Alle Plätze hat A gehabt. Also, so sorry. Der, der am meisten Diskrepanz von allen hatten. So, unser A ist denn hier tatsächlich. Ich gebe das auch hier rein. A ist denn hier der Ben Nevis, genau richtig. So. Am 7. Dezember 2012 destilliert, am 19.06.2023 dann da Bourbon Hogshead, 7 Jahre. Cask Eile habe ich noch nie gehört. Sherry Edition Barrique auch noch nie gehört. 3 Jahre, also über 10 Jahre jetzt hier insgesamt gereift. 10,5 Jahre, 58,2%. Ja, also Ben Nevis. So. Was? Der A, der ist mega lecker. Nee, fand ich nicht. Krass, wie viel Rauch vom Second Hand ist. Wow, genau. Ich bin absolut auch dann da ein bisschen überrascht. So, vom rauchigen Ben Nevis hört man nicht viel Gutes und das scheint wohl zu stimmen. Ey, sehr süß und gleichzeitig viel Alkohol. Ja, okay. Genau, das war unser Tomor. Gut, Tomor wurde aufgekauft vom Alexias. Also Pernod Ricard hat das dann abgegeben. Jetzt werden sie 24 mit neuen Core Range rauskommen. Also wo man denn 14 und 16. Tomor noch findet, wenn du ihn gerne hast, zuschlagen. Wird es nicht mehr in dieser Verpackung, in dieser Art und Weise geben. So, völliges Durcheinander hier. Also, Axel hat erstmal der Captain hier gelobt.
Also 2 von 5 richtig, das ist, könnte hinhauen heute, ja? Könnte hinhauen. So, Platz 3 haben wir jetzt hier. Platz 3 wird unser B sein. Katrin, möchtest du schreiben, was B ist? Also bei mir Platz 4, aber hätte auch Platz 3 sein können fast. Also, B ist unsere, genau das, was unser Captain hier vorgeschlagen hat. Das ist unser Ardmore. Wir haben 9 Jahre alt, wir haben 211 Flaschen, wir haben 9. September 2013. Leider fehlte da 3 Monate, dass es 10 Jahre alt war. Bourbon, Hogshead. Und dabei ist das der Lebanese Red Wine Barrique, 2 Jahre jetzt hier. So. Die ganze Zeit dachte ich mir, Mensch, der C hat der Rotwein-Moment gehabt, aber naja, das ist unser B. Du, Luna, nimm dir Zeit, schreib, was du willst. B finde ich unrund und noch nicht fertig. Sehr präsenter Alkohol, leider ein Sodbrennmoment. Ja. Ja. So, B war auch nicht ganz so meins. Gut, das ist dann interessant, denn wir haben nur noch 2 über. Das heißt, ich kann jetzt schon zeigen, wie unsere Resultate aussahen, alle jetzt hier, ohne dass Luna abgestimmt hat. Vielleicht hätte sie alles verändert hier. Am letzten Platz war unser F. Dann kam jetzt hier genau nach oben, dann hier unser A, unser B, unser C, unser D. So, D hat gewonnen, C hat hier Platz 2 belegt. Was ist unser C, unser Rotweinbombe? So. Gut, was ist C? C ist hier tatsächlich. Genau, sehr, sehr gut, Captain. Du hast es richtig erraten. C ist tatsächlich unser Glencairn. Auch hier kann ich mal unser Bildschirm teilen, unser Glencairn. So, wir haben hier ein First Fill Moscatel Barrique. 15 Monate hat genug gegeben, um hier eine schöne, schöne Farbe zu überreichen. Das war nicht für mich der Moscatel Sherry, sondern eine Moscatelle. Weinnote, den ich da hatte, aber kann ich natürlich daneben liegen. Ein 60,1%iger Alkohol. 6. November 2012, 22. Juni 2023, auch fehlte auch ein halbes Jahr, wäre auch fast 11 Jahre. Und aus dem Barrique hat man 309 Flaschen bekommen. Ja, Glencairn, echt lecker. So, was ist das? Lenkerum, COG, keine Ahnung. C, gutes Mittelfeld. Okay. Ah, okay, verstanden. Alles richtig getippt, sagt Axel. Wow, Captain ist gut. Und das heißt, wir haben nur eine einzige Sache über. Und den fand ich vom ersten Mal beim Einschenken, wie auch jetzt hier beim Verkosten, einfach mega, mega lecker. D. D ist dann hier unserer Dufftown. 13 Jahre alt, Bourbon Hogshead. 13 Jahre, eine schöne Old Bourbon Moment. Also 2009 bis 2023. Beinahe 14 Jahre, wäre noch 4 Monate, 3 Monate noch im Fass, 3,5 Monate im Fass gewesen. 268 Flaschen. Jo, eine richtig, richtig geniale, geniale Sache. Kaufkandidat, finde ich auch. So, lass uns ganz kurz sehen hier. Das war 50% und 3. Habe ich ein Whisky Base Nummer hier? Ja, wir schauen mal, ob es noch ein paar Shops gibt, die gelistet sind bei Whisky Base, die diese Produkte hier haben. Whisky Base. So, oh, guck mal, da gibt es einige Shops, die momentan das noch haben, ja.
Klick, klick, klick. Machen wir einfach mal hier unsere weg. So, wir haben jetzt hier, ich kann nicht, View All Shops, wir haben Wein Bastian Ulm für 80. Das ist der günstigste Preis. Gibt es den noch da? Jo, gibt es noch. So, Malt Raritäten, Brühler Whisky aus Scotland and Malts. So, die halten sich mehr oder weniger an der UVP, 89 Euro. Und der AD Rattray Whisky Shop Experience ist 80 Pfund. So, da gibt es auch noch ein paar Flaschen davon. Bin alles gesamt betrachtet, aber sehr positiv überzeugt vom AD Rattray. Ich glaube, da muss ich mal mehr drauf gucken. Sehr schön. C, sehr fruchtig. Leicht Zitronensäste, holzige Himbeeren mit Marzipan. Gut, aber nichts Besonderes. So, Kaufkandidat, der Turmor war bei mir Nummer 2, also für mich auch alles richtig gemacht. Das freut mich. Ich warte darauf, dass Lune jetzt hier was zu Day schreibt. Day ist für mich, absolut für mich, mein Moment, wo ich sage, yummy, yummy für my tummy. So, was sagt ihr nun zu AD Rattray? Ist das ein unabhängiger Abfüller, wo ihr ein kleines bisschen mehr schauen werdet? Werdet ihr auch im Besonderen mehr schauen, weil sie ihre eigene Brennerei haben, Kleidzeit? Also werdet ihr jetzt hier erwarten, dass mehr Fässern kommen mit der Zeit? Ich glaube, dass mit der unabhängigen Abfüllungen weniger werden. Dafür werden die mehr Kleidzeitabfüllungen da haben. Für mich gab es ja keinen schlechten Whisky. Okay, sehr, sehr gut. Noch nie ein Dufftown im Glas gehabt, erstens, sagt Jan. Am liebsten würde ich direkt die Flasche bestellen. AD Rattray behalte ich auf dem Schirm. Sehr, sehr gut. Es gibt so viele unabhängige Abfüller. Man kommt kaum nach. Also hier, Lune schreibt. Vanillepudding, ja. Yeah. Bitter Orangen, Honig, Holznoten, würzig, sehr schöner Fasseinfluss. Also Captain sagt, seinen Kandidaten wären Ben Nevis, danach Glencairn. Und Dufftown, Ardmore hat mich etwas enttäuscht, da hätte ich viel bessere. Egon sagt, für mich war jetzt gar nichts dabei von den heutigen Abfüllungen. Okay, gut. Dann wurdest du, lieber Egon, auch bestätigt hier in deine Meinung mit AD Rattray. Ist für dich offenbar nicht wow. So, lass uns sehen hier. Auch, ich schreibe einfach für Ben Nevis hier. Da kannst du natürlich selbst schauen. Also, mein lieber Captain, dennoch, du hast hier dein Bonner Pfeifen- und Zigarrenhaus, kenne ich nicht. Get a bottle, ja. Demont, meistens sind die am günstigsten. Scotch and Malts, und das war's. Also, von der Ben Nevis hast du auch 5 verschiedene Läden, die was haben. Jo. Wenn meine Schränke nicht so voll wären, genau, würde ich auch den Dufftown im Auge fassen. Und Barry sagt, ich habe so viele AD Rattray von damals, alle sehr gut, bleibt bei mir top. Und danke für die Verkostung. Danke, danke, danke. Day, also da ist noch so eine kräftige Note im Hintergrund, die den ganzen Whisky schön trägt und eine interessante Note beisteuert. Das denke ich erst. Und mal auf der Whisky Spring in Schwetzingen schauen. Ja, wirst du meinen Stand auch sehen. Und ich glaube, Albe Import wird auch da sein. So. Sehr, 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 sehr schön. Es hat Spaß mit euch gemacht. Vielen Dank, dass wir hier in diesen zwischen den Feiertagen, das ist mein letztes Tasting in diesem Jahr. Komisch. Morgen Abend habe ich zwar einen Livestream, aber mein letztes Tasting jetzt hier. Also, Luna sagt, AD Rattray wird bei mir auch auf jeden Fall mehr an den Fokus rücken. Sehr, sehr gut. Und habe auch keinen Platz mehr für Schenke. Ja. AD Rattray, eine interessante Abfüllung. Abfüller, kommen nicht so viele Flaschen nach Deutschland, aber immer wieder was. Und da schauen wir mal, was das sich noch tut.
Falls ihr noch Wünsche, Ideen habt, die im Chat sind oder die Wiederholung anschauen, welche unabhängige Abfüller ich nächstes Jahr vielleicht auch als Blind Tasting hier einbauen sollte, schreibt einfach. War wie immer unterhaltsam, das freut mich. Michael sagt, war mein erstes Mal hier, war schön, danke, danke. Meistens habe ich zwei oder einen, wenigstens eine andere Person, der mit mir das trägt, aber das ist schön, dass wir das so hier gemeinsam machen könnten. Hat auch Spaß gemacht. Also, wir sehen uns zu Hanse Spirit, bin ich auch denn da. Wünsche euch noch alles einen guten Rutsch. Wir sehen uns morgen Abend, ja? Also, hier, der Wolfenader schreibt, danke, Jason. Wir sehen uns morgen Abend, wer möchte. Livestream hier bei mir und dann am Silvester werdet ihr einfach eine gute Zeit haben. Und dann am ersten Freitag im Januar ist meine Finale, deutsche Single Malt Blind Tasting. Wer wird gewinnen? Also, und vergiss nicht, morgen Irish Top 10, Silvester Bourbon Top 10 und am 1. Januar meine Single Malt Scotch Top 10. Wir sehen uns, Whiskey Jason hier. Bye bye und vielen Dank für alle Leute, die mitgemacht haben. Und falls jemand was an Anbruchflaschen haben will, wie ich sagte, hier knapp 25 CL.